Willkommen zu einem etwas anderen Video als sonst eigentlich gewohnt. Der alte Spruch muss immer wieder herhalten und ich weiß, es wird langsam langweilig. Danke. Jedenfalls, was gibt es zu sagen heute? Ihr habt vielleicht den Titel gelesen, nämlich Danksagung und Ankündigungen. Bevor ich zu den Ankündigungen kommen möchte, möchte ich mich herzlich bei euch oder sehr gerne bei euch für über 200 Abonnenten bedanken, dass ich die Zahl wieder erreicht habe. Ist sehr schön. Ich danke euch jedenfalls sehr dafür. Ich danke euch auch, dass die drei Menschen, die mir zuschauen, mir die Treue gehalten haben. Und ich habe auch überhaupt keine Lust aufzuhören. Jetzt dank dem neuen Headset gibt's noch einen frischen Impuls dazu. Finde ich gut, so wie das sich entwickeln tut. Ich hoffe auch, dass sich die Qualität der Audio für euch verbessert hat. Weil ich finde, das Headset zu tragen ist sehr angenehm, hat auch den Spielesound für mich verbessert und ich höre auch im Teamspeak sowie in Skype, dass sich die Audioqualität verbessert hat. Ich hoffe, es hat sich auch für euch in den Videos verbessert, denn irgendwo habe ich mir gedacht, bin ich euch das nach so vielen Jahren Scheißqualität in der Audio einfach auch mal schuldig gewesen. So wie die Leute mich kennen, wissen sie ja, dass ich sehr gerne Specials drehe. Und dieses Mal wird es aber so sein, ihr werdet verschont sein, es können alle erstmal laut aufatmen, ihr werdet meine Hackfresse nicht sehen im nächsten Special. Das ist nämlich die erste Ankündigung, ich werde ein Special machen, aber es hat nichts mit mir, also mit mir in dieser Form zu tun, sprich man sieht mich nicht in Real Life. Ich habe da auch einen netten Kollegen, der das mit mir zusammen macht. Ihr werdet das dann sehen. Ich weiß noch nicht, wann wir das aufnehmen werden. Sieht so aus, als würden wir das dieses Wochenende machen. Wenn es dazu kommt, dann ist es gut. Wenn nicht, wird es sich halt ein bisschen verspäten. Aber jedenfalls, das ist das, was ich schon mal so dazu sagen kann. Ich kann jedenfalls schon mal sagen, es wird ein Spiel sein. Es hat nichts mit einem Special in Real-Life-Form zu tun, sondern hat mit einem Spiel zu tun, wo sich der nette Herr zur Verfügung gestellt hat, um das mit mir zu machen. Dann die zweite Ankündigung, die mir persönlich sehr am Herzen liegt, ist, ihr habt vielleicht, die schon ein bisschen länger bei mir zuschauen, haben ja gemerkt, dass ich SWAT 4 gespielt habe. Und das eigentlich bis zu einer Mission gar nicht mal so schlecht. Doch bei einer Mission war ich einfach zu schlecht oder man könnte sagen, ich habe einfach zu wenig aufgepasst und war auch ein bisschen, weiß ja nicht, irgendwie war ich, da hat man gemerkt, ich war ein bisschen müde, warum auch immer. Jedenfalls habe ich SWAT 4 ja abgebrochen. Und das ist etwas, was mir gar nicht recht ist, weil ich das Spiel wirklich liebe. Wirklich ist es eins meiner absoluten Lieblingsspiele neben anderen Sachen. Obwohl es ein Taktikspiel ist, gerade aus diesem Grund ist es für mich was ganz Spezielles. Weil ich zum Beispiel jetzt auch so Spiele wie Brothers in Arms sehr ins Herz geschlossen habe, wo ich die vorher ja nie gespielt hätte. Und bei SWAT 4 war das halt schon, ich habe das schon, als ich jünger war, sehr gerne gespielt. Und deswegen werde ich dieses Projekt wieder aufnehmen. Ich weiß aber noch nicht genau, wann ich mit dem Projekt weiterfahren werde. Jedenfalls werde ich es definitiv noch zu Ende spielen, denn das ist mir sehr ans Herz gewachsen. Und ich merke auch, dass ich das noch viele Leute gerne angesehen habe. Und nein, es wird sich nichts an der Challenge verändern. Ich werde dieses Spiel mit Gummischrot durchspielen. Mein Team wird auch mit Gummischrot rumrennen. Ich habe mir auch ein paar Videos noch angesehen von Leuten, die das schon gemacht haben. Und die zeigen sehr gut, dass man mit guter Planung, guter Vorbereitung und auch mit ein bisschen Kenntnisse der Map das Spiel wirklich gut ohne Schusswaffe durchspielen kann. Und das werde ich definitiv auch probieren und auch schaffen. Weil das liegt mir sehr am Herzen und ich möchte SWAT 4 gerne abschießen, weil ich bin mir dann auch nicht ganz sicher, vielleicht, wenn ich gut drauf bin, hole ich mir auch noch das Add-on, das Statue of Syndicate, was nochmal, glaube ich, 8 bis 9 Missionen nachliefert, wo sich dann alles um das sogenannte Statue of Syndicate dreht. Und vielleicht werde ich das ja dann noch spielen, man weiß es nicht, ich bin mir da noch nicht ganz sicher, ich möchte mich aber zuerst mal auf SWAT 4 konzentrieren. Und dann nach dem Schauen, wie das so geht. Hoppla, ich hoffe, ich trete nicht so oft gegen das Mikro oder gegen irgendwas. Ich habe es nämlich wieder ein bisschen verstellt, aber ja. Dann die letzte Ankündigung, die ich machen möchte, ist, es ist was Lustiges passiert. Oder besser gesagt, ich kann das hier so sagen. Ich habe mich entschlossen, nach Bioshock 1
Theme Park Manager zu spielen. Ich wusste nie, dass Theme Park World einen Nachfolger gekriegt hat, nämlich den sogenannten Theme Park Manager. Und habe das beim Surfen im Internet plötzlich herausgefunden und habe mir gedacht, hey, Theme Park World hast du geliebt, spiele ich heute sogar noch und war auch eins, ist, oder man kann es sagen, es ist mein erfolgreichstes Let's Play, das es von mir gibt. Und dachte mir, ey, vielleicht gibt es da Bedarf. Die Leute, ich habe weiter auf YouTube praktisch kein nichts dazu gefunden. Auch man findet auch im Internet kaum Bilder dazu. Aber ich glaube, das könnte sehr viel Spaß machen und ich hätte jedenfalls wieder Lust, mich in einen Theme Park zu werfen. Kann aber natürlich nicht sagen, ob ich wie gut ich darin bin, weil ich natürlich, das wäre natürlich dann komplett blind, weil ich habe Theme Park World, wusste ich, Theme Park Manager wusste ich nicht mal, dass es existiert. Und das wäre doch mal eine schöne Herausforderung und vielleicht ist ja das Spiel wirklich toll und dann können wir das zusammen erleben und vielleicht noch ein paar anderen Leuten dazu verhelfen, dieses Spiel zu spielen. Ich würde mich jedenfalls drüber freuen. So, jetzt habe ich viel geredet. Ich hoffe, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Und bedanke mich nochmal für 201 Abonnenten. Wir sehen uns im nächsten Part von einem Let's Play. Eventuell wird es schon, kommt nächste Woche, kommt nächste Woche das Special. Ich weiß es noch nicht ganz. Wir werden es sehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Abend und sage Peace. Ich bin draußen. Auf Wiedersehen.